Mahlzeit. Das ist wieder mal ein Nachtrag wert. Es ist mir Folgendes passiert. Ich hatte mit jemandem gesprochen am Telefon und sagte, naja, dann machen wir das am Samstag. Ich meinte den nächsten Samstag. Voller Freude und voller, sagen wir mal, voller Stolz kam rüber. Ja, aber heute ist schon Samstag. Ich meinte zwar den nächsten, ich hätte mich wahrscheinlich besser ausdrücken sollen, aber da kam der komplette Triumph eines Blöden, also Ungebildeten, zum Ausdruck. Das macht man nicht, finde ich, aber die machen es gerne, denn dann haben sie endlich mal die Möglichkeit, sich wieder von der anderen dummen Masse abzuheben, also von der blöden Masse, wohlgemerkt. Ich kann es ja immer nur wiederholen. Der IQ ist wirklich nicht alles, aber die Unbildung schon. Es gibt Leute mit hohem IQ, die sind nicht gebildet, die haben vielleicht eine Einspur. Wissen, wenn überhaupt, oder sie haben sich nie ums Lernen gekümmert, haben, ja, haben, könnten eigentlich mehr, als sie können, aber sie haben es eben nicht. Dafür sind die, die tagtäglich um ihr täglich Brot kämpfen, die wirklich arbeiten, egal auf der aus der dritten Welt oder fünften Welt oder sonst wo, auch hier in Deutschland gibt es noch Arbeitende, die, die dafür arbeiten müssen, für ihr Brot. Die haben eine weitreichende Bildung und die haben auch einen gesunden Menschenverstand. Ja, ich wollte euch das nochmal als Nachtrag nahelegen. Nicht, dass ihr das macht, das meine ich nicht, sondern auch daran erkennt man, ob jemand einfach nur blöd ist oder ungebildet. Das ist fast beides das Gleiche. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch und ja, bis zum nächsten Video. Macht was, aber macht's gut, ne? Bis denn. Tschüss.